Hallihallo und begrüße euch zum letzten Video der Osterserie. Hoffe, habt einen guten Input, hat interessante Facts dabei für euch. Hoffe auch, ihr habt die Ostertage gut überstanden. Seid froh, dass es, also ja, in den USA geht es auch heute schon wieder los. Montagnachmittag, also sollte da getradet werden. Ich bin dann allerdings wahrscheinlich noch beschäftigt. Werde vielleicht ganz kurz reinschauen, ob es sich die Möglichkeit gibt, den einen oder anderen Trade zu schließen. Neu machen werde ich noch nichts, aber es wird eher mal, wenn dann, dass ich kurz reinschaue, was so gelaufen ist. Erwartet ehrlich gesagt auch nicht so ganz große Bewegungen. Egal, okay. Nicht so lange für aktuelle Sachen, wenn Leute das mal später anschauen. Also, in diesem geht es jetzt darum, wenn man diesen, es geht um Managing Earlier, im Gegensatz eben zu Managing Winners, Managing Earlier, was heißt das? Wenn man quasi nur diesen Approach nimmt, alles anderes mit Managing 50% weglässt, und einfach nur sagt, okay, ich schaue immer nach 22, 23 Tagen, egal, blind schließe ich den Trade. Was sind so die Vorteile? Rauf, runter, seitwärts, ist einem egal, man tradet einfach Zeit. Man schließt den Trade, egal wo die P&L da steht, man hat nicht allzu viele große Verluste, man hat vielleicht nicht ganz so wie wenn man 50% managt, so viel Erfolg, aber es ist vor allem ein mechanischer Prozess, also man muss ja nicht, roll ich es jetzt noch, roll ich es nicht, man ist wirklich voll mechanisch und es lässt keinen Spielraum für, sagen wir mal, persönliche Fehler. Dann das Ergebnis auch. Ich sage, super. Also schaut mal, das Zeichenwerkzeug gleich an. Eigentlich heißt es ja immer, eigentlich müsste es immer, umso die Dots müssen, umso höher sie sind, umso weiter hier drüber müssen sie eigentlich sein. Wieso? Weil es heißt ja, das ist die Standard Deviation, die Abweichung, wie groß die Schwankung war. Das heißt, wie viel Risiko quasi. Und das heißt ja, mehr Risiko muss, also wer mehr Ertrag will, hier das, monatlicher Ertrag, der muss mehr Risiko nehmen. Okay, sagt dieses, aber genau das Gegenteil. Man hat mit weniger Risiko, also weniger Schwankungen, hat man mehr Ertrag im Monat. Nur strikt aufsetzen, 45 Tage, hat er 46, vielleicht mal 50, dann managt man nach 25, einfach immer nach der halben Zeit managen. Ist, finde ich, kein schlechtes Ergebnis. Und das eben, das nehme ich an, das ist auch wieder von 2012 weg, 2006 weg, also so um die 12 Jahre Ergebnisse, die man noch hat. Es war ein Crash drin, es waren kurze Crashs drin, also Flash Crash, wie sie genannt werden in der Zeit. Es waren lange Phasen, wo es nur raufgeht, das ist eben ein Strangle. Finde ich eine sehr interessante Metrik. Hier sieht man auch irgendwo verteilt die Deltas, wie sie variieren. Und man sieht jetzt wirklich hier eben, vor allem umso länger als es geht, kommt man entweder positiv 1 oder negativ 1. Also, das geht umso länger es geht, umso mehr geht dieses Ding auf. Schön wäre natürlich, wenn man das hier schön in der Mitte hätte. Da gibt es eben die Kombination, wenn man Managing 50% und Managing Early macht. Dann auf Managing Early, klar, hier ist der Cut. Und man hat das, was dann hier outright geht, natürlich nicht. Die Delta-Differenzen, ihr seht, hier Managing Early hat zwar auch, also hier 2008 natürlich, klar, hat es auch gewisse Ausreißer, aber generell, es ist viel mehr konzentriert hier auf diesen neutralen Deltas. Auch ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Ja, das war es eigentlich schon. Das war jetzt nur eine kurze Sache wieder. Aber ihr seht, es ist ein Ansatz. Es, für mich bedeutet das was. Ich werde sicher nicht nur nach diesem Ansatz traden. Es zeigt mir aber eben, was ich auch schon aufgenommen habe, eben dieses Early Managing für mich ist so, ab 21 Tagen muss ich mir einen Trade anschauen. Nach 14 Tagen möchte ich einen geschlossen haben.
Extremsituationen kann ich jetzt gerade nicht sagen, was, fällt mir nichts ein, kann es sein, dass ich sage, okay, komm, jetzt gehe ich mal noch ein bisschen riskanter ran durch das hohe Theta, was auch immer, kann nicht rollen, ist Earnings, weiß auch nicht. Das ist eigentlich mein Ansatz, aber dass ich generell so ab 21 Tagen die Trades probiere, eigentlich schon dann auch mitzunehmen. Für mich jetzt persönlich, was ich mir heute überlegt habe, was ich dann wahrscheinlich machen werde, vor allem, wenn der Trade schon, sagen wir mal, über zweimal Credit Loss hat und sehr, sehr schief hängt, dass ich dann sage, okay, nach 21 Tagen, ich schmeiß den jetzt raus, der ist nicht gelaufen, jetzt werden die Schwankungen noch größer und ja, kann gegen mich laufen, dass ich das eher dann, diese wirklich dann, diese Kombination Managing Early und Managing bei zweimal 2x Loss mache. Ja, das von mir. Hoffe eben soweit, konnte dir ein paar Sachen mitnehmen. Genießt den Rest der Ostern noch, wenn es vorbei ist schon. Genießt das Trading. Und wirklich nochmal, merkt euch diese Sachen, wendet sie an. Es braucht eben einfach Zeit, bis man reinkommt. Gut, dann bis dann und macht's gut. Tschüss.